Hi meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Top oder Flop aufgebraucht Video und ich sammle die Sachen momentan in dieser Victoria's Secret Tüte und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Video. Ich beginne mal mit diesem Textilerfrischer von Febreze mit dem Lenoir Duft Summer Breeze. Und dieser riecht mega, mega gut. Ich liebe das ab und zu einfach mal die Kissen und die Bettdecke mit sowas zu besprühen, weil es dann einfach viel frischer riecht und sehr, sehr angenehm. Und ich mag das sehr gerne und habe das schon verschieden aufgebraucht. Das gab es auch mal mit Aprilfrische und so Frühlingsduft und alles Mögliche. Und irgendeins habe ich immer daheim. Und das habe ich jetzt aufgebraucht und finde es mega gut. Also alle Varianten davon finde ich eigentlich gut. Dann habe ich hier von L'Oréal Elnett Deluxe das 3 Tage glatt Hitze Styling Spray, also ein Hitzeschutz für die Haare. Da bin ich ein bisschen zwiegespalten bei diesem Produkt, weil es auf der einen Seite mega gut ist, es macht die Haare spiegelglatt und das hält auch wirklich so 2 Tage, würde ich sagen, auf jeden Fall an. Und die sind nicht so frizzig und auch wenn ein bisschen Feuchtigkeit draußen ist, ist das wunderbar. Allerdings habe ich das Gefühl, und ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das einbilde oder ob es wirklich an dem Produkt liegt, dass ich nach einer Zeit, so nach 2 Wochen ungefähr, irgendwie vermehrt Spliss bekomme. Also dass es die Haare dann doch irgendwie austrocknet und schädigt. Und das ist jedes Mal so, wenn ich das Produkt verwende. Also ich bin mir nicht so sicher, wie gut das wirklich ist und möchte mir das auch nicht mehr nachkaufen. Ich benutze sowieso so gut wie gar keine Produkte aus der Drogerie für meine Haare, weil das einfach nicht die Wirkstoffe sind, die ich brauche. Wenn ihr dieses Produkt auch schon mal getestet habt, dann schreibt mir unbedingt rein, wie ihr das so findet. Dann habe ich hier von Redken in so einer Mini-Größe dieses One United Multi-Benefit Treatment. Also das macht alles, was man so im Haar haben möchte. Von Hitzeschutz bis Anti-Frizz-Wirkung, UV-Schutz, Glättung, Glanz, alles mögliche eben. Aber ich muss sagen, ich bin nur so semi-begeistert davon. Also es ist jetzt nicht schlecht, aber es ist auch nicht so mega gut, dass ich sagen würde, man merkt einen extremen Unterschied. Und ich finde auch den Geruch ein bisschen eigenartig. Ich finde, es hat so einen fruchtigen Duft, so friseurfruchtig, aber auch ein bisschen nach Kleber oder so, finde ich. Ich finde es ein bisschen komisch, diesen Duft. Ich mag den nicht so super gerne und deswegen werde ich es mir wohl erstmal nicht nachkaufen. Dann habe ich hier von Garnier mein liebstes Micellenreinigungswasser. Mit dieser Variante, das ist die weiße und ist mitunter goldenem Inhalt, kriegt auch durch die Öle wasserfeste Mascara ab und ich habe euch das schon öfter mal vorgestellt. Das riecht mega gut fruchtig und ist somit mein liebstes Abschminkprodukt, deswegen kauft es immer wieder nach. Wenn ich allerdings Foundation trage, benutze ich super gerne erstmal Reinigungstücher, um so das meiste von der Foundation erstmal runterzubekommen. Und mag die von Nivea ziemlich gerne. Das ist sogar eine relativ neue Variante, die auch wasserfestes Augen-Make-up entfernen soll. Ja, also es geht, aber ich würde sagen, ohne das Micellenwasser von Garnier kriege ich es nicht so gut ab. Was ich allerdings sehr an diesem liebe, ist einfach dieser Duft. Der riecht sogar nach wie vor jetzt noch danach und ich bin sehr verliebt in diesen allgemeinen Nivea-Duft. Und deswegen hole ich mir die eigentlich schon immer wieder, gerade aus diesem Grund. Ist eigentlich Schwachsinn, weil es soll ja reinigen und nicht nur gut duften, aber ich komme von diesem Duft einfach nicht los. Und dann habe ich nochmal die in der weißen Verpackung für, ich glaube, sensible Haut. Ja, für trockene und sensible. Ich habe jetzt nicht trockene, aber die sind meistens so mal ein bisschen feuchter. Und dann habe ich noch welche von Balea für trockene und sensible Haut. Die sind aber nicht so gut wie die von Nivea, würde ich mal sagen. Und allgemein sind die von Bebiancare ja sehr, sehr gut. Das benutzen so die meisten. Aber ich stehe eben sehr auf diesen Nivea-Duft, deswegen hole ich mir eigentlich immer diese hier. Dann habe ich noch ein Pflegeprodukt von Nivea und zwar die Nivea Care Intensive Pflege. Zieht schnell ein für Körper und Gesicht. Und ich muss sagen, fürs Gesicht habe ich sie nicht so gerne benutzt, weil sie so einen leichten Film hinterlassen hat, der mir nicht so gut gefallen hat. Für den Körper ist sie ganz angenehm und wenn man auf den Nivea-Duft steht, dann wird die sicher was für euch sein. Gibt es auch in verschiedenen Größen, da ist für jeden was dabei, denn wenn man den ganzen Körper oder auch die Beine längere Zeit mit eincremt, dann ist es natürlich sehr schnell leer. Ansonsten ist es so ein Produkt, das kann man sich mal gönnen, wenn man gerne den Nivea-Duft mag. Ist aber auch nicht mega speziell, würde ich sagen. Dann bleiben wir gleich mal bei Cremes, denn ich habe hier von Caudalie so eine kleine Vinoissance. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie man das ausspricht. Ein Moisturizing Sorbet. Mir hat allerdings dieser Duft nicht so gut gefallen. Also viele schwärmen ja vom Caudalie-Duft, aber ich fand, bei diesem Produkt hier war es jetzt nicht sonderlich toll oder irgendwie ganz luxuriös. Also ich habe es zwar aufgebraucht, aber war auch nicht so begeistert.
Aber jetzt kommen wir zu einem Produkt, das ich sehr gerne mag, und zwar die Luvos Heilerde-Maske. Die benutze ich ja lustigerweise so gut wie nie als Maske, sondern als Waschgelersatz, weil die auch, wenn man die nur eine Minute oder zwei so einwirken lässt, wie so ein Waschgel eben funktioniert, weil sie nicht komplett in der Zeit antrocknet und man sie auch nur ganz dünn aufträgt. Und die hat eben die genau richtige Menge an Jojobaöl drin, die die Haut mit Feuchtigkeit versorgt, sodass die Haut viel ausgeglichener ist über den Tag hinweg. Deswegen benutze ich so ein Päckchen für gut eine Woche ungefähr. Und das ist halt so mein Waschcremersatz, mit der meine Haut auch super klarkommt. Dann so ein Produkt, was ich mir auch immer wieder nachkaufe, und zwar dieser Augenbrauenstift von Catrice in der Farbrichtung Date with Ashton. Ein Oldtime-Favorite, da gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen. Das ist einfach optimal und ich liebe diese Bürstchenseite und auch mit dieser Stiftseite ist das wirklich top gewesen. Jetzt war einfach gar nichts mehr drin, die Mine ist rausgefallen und deswegen war er leer und er wird immer wieder bei mir nachgekauft. Dann habe ich hier ein Deo on von Douchetas Golden Cashmere. Ich mag den Duft wirklich sehr, sehr gerne und auch schon super lange. Allerdings ist mir aufgefallen, dass ich den in der Drogerie so gut wie gar nicht mehr finde. Und das finde ich ziemlich schade. Ich hatte auch mal das Sprühdeo dazu, aber den fand ich viel zu extrem. Ich mochte den sehr gerne und ab und zu hat man den im Alltag auch wieder ein bisschen wahrgenommen. Und alle, die auf Vanille und luxuriöse Düfte stehen, denen wird der bestimmt gefallen. Das geht nämlich so in die warme Duftrichtung und ich fand den echt gut, aber irgendwie finde ich den in der Drogerie nicht mehr. Deswegen habe ich das eigentlich aufgegeben, nach dem zu suchen und bin eben auf diese Reihe von Balea umgestiegen. Allerdings mag ich diese rosane Variante nicht so gern. Ich mag am liebsten das Goldene und das Lilane und mittlerweile auch ein bisschen das Grüne. Und ja, aber ansonsten bin ich jetzt bei denen hier so vom Duft hängen geblieben, weil ich die sehr, sehr gerne mag. Und für den generellen Schutz vor Schweiß und Geruch benutze ich ja mein kleines Wundermittel hier, das ich mir immer über Amazon bestelle. Das ist das AHC Antitranspirant. Ist aus der Schweiz und beziehungsweise dort entwickelt worden. Und ich finde das mega gut, weil es auch für sensiblere Haut geeignet ist. Also ich bin jetzt nicht mega empfindlich unter den Achseln, aber es ist schon deutlich angenehmer als das andere Anti-Sweat-Off. Wobei ich beide ganz gut vertragen habe, aber ich finde, das ist nochmal ein bisschen sanfter. Das kann man auch an anderen Regionen auftragen, auf die Hände, teilweise im Gesicht und so. Man sollte es natürlich nicht übertreiben. Aber das ist winzig klein und bringt so tolle Dienste und man braucht es eben nur einmal die Woche aufzutragen im Schnitt und es wirkt einfach mega gut. Ich hatte nie was anderes Besseres, außer das Anti-Sweat-Off, das war auch sehr gut. Aber das hier mag ich dann doch nochmal ein klein wenig lieber. Dann habe ich noch mein Lieblingspuder von L'Oreal, das Nude Magique BB Powder, aufgebraucht für helle Hauttypen. Und das mag ich nach wie vor sehr gerne, weil es einfach so ein bisschen einen Weichzeichner-Effekt hat und nicht so extrem pudrig auf der Haut aussieht. Und deswegen finde ich es ganz, ganz toll. Und der Mattierungseffekt ist auch eigentlich ganz gut und deswegen kaufe ich mir das immer wieder nach. Und dann habe ich zu guter Letzt noch eine kleine Parfümprobe aufgebraucht von Shiseido, das Everbloom. Und ich finde das eigentlich ganz gut, also ich finde ihn sehr angenehm, den Duft. Allerdings finde ich ihn auch ein bisschen zu stark und ein bisschen zu süßlich. Hier sieht man es auch nochmal. Und ja, also wer das Lancôme La Vie Belle sehr gerne mag, der wird wahrscheinlich auch auf diesen Duft besonders stehen. Aber ich finde es eben, wie gesagt, ein bisschen zu aufdringlich für den Alltag. Als Abendparfum finde ich es vielleicht ganz gut, aber so, es ist mir ein bisschen zu viel und ich mag mehr so ein bisschen leichtere Düfte. Aber ansonsten im Großen und Ganzen ist das ein sehr ansprechendes Parfum. Ja, das war's so mit meinem Aufgebraucht Top oder Flop Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!